Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sogenannte StPO-Reform war eines, so wurde es angekündigt von Justizminister Maas, der wichtigsten und größten rechtspolitischen Vorhaben dieser Legislaturperiode. Die Ziele waren hoch gesteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, für dieses Thema Berichterstatter zu sein, weil es ein wichtiges Thema, den Strafprozess wirklich einmal, um viele Dinge zu entschlacken, ihn zu vereinheitlichen und die vielen Änderungen, die in der StPO in den letzten Jahren stattgefunden haben, einmal zu harmonisieren. Ursprünglich sollte der Strafprozess vom Ermittlungsverfahren über das Zwischen-, das Hauptverfahren bis zum Rechtsmittelverfahren und zum Vollstreckungsverfahren reformiert werden, effektiver gestaltet werden. Und dafür wurde beim Justizministerium dann auch eine Expertenkommission eingesetzt, die sich das alles angucken sollte und dementsprechend Vorschläge machen sollte. Sie hat am 7. Juli 2014 ihre Arbeit aufgenommen, eine Auftaktsitzung gehabt und viele Sitzungen dann durchgeführt und versucht, dieses große Thema dann auch zu strukturieren. Die Erwartungen wurden aber schnell gedämpft, weil man hat gemerkt, dass der große Wurf einer Strafprozessreform, wo der Strafprozess effektiver gestaltet werden sollte, verschlankt werden sollte und im Endeffekt die unterschiedlichen Normen harmonisiert werden sollten, also das Ziel zu Beginn, gar nicht erreicht werden konnte. Bestimmte Dinge fielen ganz über Bord. Das Vollstreckungsverfahren ganz, vom Rechtsmittelverfahren blieb nur noch rudimentär etwas über, was harmonisiert und effektiver gestaltet werden sollte. Und wie gesagt, andere Punkte wurden dann im Endeffekt nur noch als punktuelle Reformchen vorgeschlagen. Eine große, in sich geschlossene Reform war es dann eben nicht mehr. Wir hatten im Koalitionsvertrag folgendes Ziel vereinbart, und ich zitiere: Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestalten. Dazu wird eine Expertenkommission bis zur Mitte dieser Wahlperiode Vorschläge erarbeiten. Ja, was ist geblieben? Es ist leider nur ein Sammelsurium von einzelnen Regelungen, die mit Beschleunigung und Effektivität leider nur teilweise etwas zu tun haben. An anderen Punkten muss man leider über Verlängerung, Erschwerung oder auch über rechtsstaatliche Bedenken diskutieren. Statt einer Vereinfachung des Strafprozessverfahrens muss man schauen, ob die Neuregelung der sogenannten Anbahnungsgespräche, wie es in § 148 Absatz 3 des neuen Entwurfs geregelt ist, oder die Sachverständigenauswahl nach § 73 Absatz 3 des neuen Entwurfs oder beispielsweise die gerichtliche Überprüfung der Bestellung eines Pflichtverteidigers im Ermittlungsverfahren gemäß § 141 Absatz 3 wirklich zu einer Beschleunigung führen kann. Ich glaube eher, wir reden hier von einer Verzögerung und eben nicht von einer effektiven Ausgestaltung. Und Herr Staatssekretär, Sie haben ja einen Punkt angesprochen. Ich hätte mir gewünscht, es wäre jetzt ein ganzes Sammelsurium von Normen und Regelungen gekommen, die, wie wir es im Koalitionsvertrag festgehalten haben, den Strafprozess effektiver gestaltet hätten. Da ist einiges drin, ja, das gestehe ich zu, aber unterm Strich ist es viel zu wenig. Unbefriedigend ist das, was wir seit langem fordern. Es fehlt an einer Regelung zur sogenannten Quellen-TKÜ, also der Quellentelekommunikationsüberwachung. Da enthält dieser uns aktuell vorliegende Entwurf leider nichts. Und ich finde es schade, dass der Justizminister, der wahrscheinlich im Richterwahlausschuss ist, jetzt hier nicht ist. Er hat gute Ansätze, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung und bei anderen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen vorangebracht. Ich glaube, kein Justizminister hat so viel bei der Überwachung der Telekommunikation gemacht wie Justizminister Maas. Aber jetzt scheint er bei der Quellen-TKÜ wohl kalte Füße gekriegt zu haben und wird sie dementsprechend hier nicht vertreten wollen. Wenn man einmal hinschaut, und das finde ich dann besonders traurig, in diesem Gesetz haben wir sie nicht drin, aber ich höre, sie käme parallel jetzt in einem separaten Gesetzesvorschlag, also der 100a StPO läge in der Koordinierung zwischen dem Innenministerium und dem Justizministerium. Da wundere ich mich dann schon, dass wir in diesem Gesamtpaket, über das wir jetzt seit Monaten diskutieren, den Vorschlag nicht drin haben und dieser hinterhergeschoben werden soll. Da muss ich sagen, das ist keine gute Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Parlament. Ich würde mir wünschen, einen in sich geschlossenen Gesetzesvorschlag zu erhalten. Und da kann ich nur sagen, Herr Minister, hören Sie doch auf das, was die JuMiCo im
im Sommer letzten Jahres gefordert hat, die Quellen-TKÜ, oder auch im November letzten Jahres der Generalbundesanwalt auf der Tagung der Generalanwälte. Die haben noch mal ganz deutlich gesagt, dass wir die Quellen-TKÜ brauchen. Und ich empfehle, hören Sie auf Ihre Leute. Ein besonderes Problem erscheint mir, und es ist gerade angesprochen worden, die audiovisuelle Aufzeichnung, wie sie in § 58a des Entwurfs geregelt ist. Ich habe nicht jeden Gedanken von Ihnen, Herr Kollege Wunderlich, nachvollziehen können in der Stringenz, aber ich habe Ihre Bedenken gehört und ich teile auch Bedenken bei der Ausgestaltung der audiovisuellen Aufzeichnung. Natürlich wird man, wenn man von Anfang an vor einer Videokamera sitzt, ganz anders agieren. Es wird ein ganz anderes Verhalten von Zeugen sein. Und wenn dann auch noch, das muss man ja sagen, man auf die Revisionsseite schaut und wir dadurch eine Vielzahl von Revisionsgründen schaffen, dann frage ich mich, erleichtert die audiovisuelle Aufzeichnung wirklich etwas oder handelt es sich in einem Kern dann um die Schaffung von Revisionsgründen für Verteidiger? Das kann nicht Ziel sein und da werden wir in der parlamentarischen Debatte noch einmal intensiv drüber reden müssen. Ich kann nur empfehlen, dass wir die audiovisuelle Aufzeichnung nicht als verpflichtende Regelung, wie Sie, Herr Staatssekretär Lange, es gerade ja noch mal betont haben, schaffen werden, auch nicht als Kann-Regelung, sondern wie es bis jetzt auch ist, eine Soll-Regelung haben, die die Möglichkeit schafft, eine Aufzeichnung durchzuführen, aber weder eine Verpflichtung noch einen intendierten Zwang mit einer Sollvorschrift. Ich glaube, die Gerichte können sehr gut entscheiden, wann wir eine audiovisuelle Aufzeichnung brauchen und wann nicht. Nach all diesen Themen, und ich könnte, wenn ich mehr Zeit hätte, noch sehr viele Punkte ansprechen, weil dieser Gesetzesentwurf enthält sehr viele Details, und das muss man dem Justizministerium lassen. Es ist zwar kein großer Wurf geworden, aber an vielen Punkten sind Ansätze da, die zu unterstützen sind. Aber wir müssen sie intensiv diskutieren. Wir müssen beispielsweise diskutieren, wie es mit der Zeugenvernehmung bei der Polizei aussieht, die jetzt verpflichtend sein soll. Der Zeuge muss also hingehen. Wie denn die Folgen sind, wenn der Zeuge dann nicht erscheint? All das erscheint mir von dem geplanten Zeitplan, den das Justizministerium sich wünscht, verdammt schwierig. Wir wollen am 29. März schon die Anhörung durchführen, so haben wir es im Rechtsausschuss beschlossen. Und das Gesetz soll bereits am 27. April, also in knapp 6 Wochen, ein Gesetz dieser Komplexität, wo Einzelregelungen in der gesamten Strafprozessordnung geändert werden sollen, wollen wir in 6 Wochen beschließen im Deutschen Bundestag. Und ich glaube, da sollten wir uns wirklich etwas mehr Zeit gönnen, in die einzelnen Regelungen hineinschauen, um dann hinterher auch bei so einem Gesetz, was ja Eingriffe, intensive Eingriffe in Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern zeitigt, auch hinterher ein gutes Gesetz zu haben. Ich glaube, wir müssen diskutieren, ob wir die Quellen-TKÜ noch gemeinsam mit dem Gesetz regeln. Wir haben die Regelung des § 80a, also den Richtervorbehalt bei der Blutentnahme. Den diskutieren wir übrigens schon seit der letzten Wahlperiode. All das müssen wir in einem geschlossenen Gesamtkontext sehen. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir das in Ruhe und dann mit Qualität machen können und nicht in einem Schnellschuss mit vielen Einzelregelungen, die dann hinterher noch weniger zusammenpassen, als es vor dieser Reform der Fall war. Der Kollege Dörflinger hat heute Morgen in der Debatte über Europa unseren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert zitiert. Er hat gesagt, ein Parlament hält sich eine Regierung und nicht eine Regierung ein Parlament. Ich würde mir wünschen, dass wir in der jetzt kommenden Debatte den Entwurf so kooperativ insgesamt diskutieren, dass wir ein gutes Ergebnis dabei rauskriegen, dass wir die genannten Aspekte alle insgesamt auch einbringen, diskutieren und dann zu einem runden Gesamtpaket führen. Denn so sehe ich noch keine StPO-Reform. Ich sehe viele einzelne Komponenten, manche sehr gut, manche noch verbesserungsfähig und manche halte ich so noch nicht einmal vor dem Bestimmtheitsgrundsatz für verfassungsgemäß. Das ist noch viel Arbeit für das Parlament und ich wünsche uns intensive Beratungen. Einer Zustimmung kann ich so nicht zustimmen und Sie auch nicht empfehlen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat nunmehr Hans-Christian Ströbele von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.